Hallo, hier ist GBFA Kanalmeister mit einem Let's Play von Danzi die Expedition von Ascon. Ascaron später auch genannt. Dieser Drache, den kennt man ja, die haben unter anderem Sacred gemacht. Das dürfte einigen noch eher ein Begriff sein als die Hanse die Expedition oder eben der Patrizia, der Vorgänger von dem weitaus berühmteren Patrizia 2. Wovon jetzt ja auch der vierte Teil rausgekommen ist, den ich noch nicht gespielt habe. Und von dem der zweite Teil natürlich unerreicht genial ist, wie ich finde. Und ich überlege, ob ich ja auch nochmal Patrizia 1 demonstriere, weil von 2 gibt es ja genug Videos. Und ich dachte, ich mache mal einfach hier Hanse, die Expedition. Ein Spiel, das ja von vielen Leuten gemacht wurde. Oder beziehungsweise sie haben mehrere Aufgaben übernommen. Und ja, es ist ein Wirtschaftsspiel, bei dem man die Rolle eines Lübecker Kaufmannes übernimmt und mit dem halt entsprechend dafür sorgen soll, dass man Bürgermeister von Lübeck wird und damit faktisch irgendwo auch schon dann der Obermeister oder einer der wichtigsten Personen in der gesamten Hanse, die ja die Ost- und Nordsee bereist hat im 15. Jahrhundert oder ja gut, 14. bis 15. Jahrhundert. Und dieser Städtebund war halt sehr mächtig und berühmt für Salzhandel zum Beispiel und Heringe und berühmt für die Koggen, insbesondere die Koggen, große, bauchige Handelsschiffe, mit denen sie ihre Vormachtstellung ausbauen konnte und vor allem in der Ostsee Handel trieb. Und aber auch in der Nordsee mit England und vielen weiteren Ortschaften. Ja. Nee, wir wollen kein begonnenes Spiel fortsetzen, sondern wir schreiben das Jahr 1356. Wie viele Bürger begehren die Aufnahme als Händler in der Stadt Lübeck? Einer. Man kann mit mehreren Leuten spielen, was angeblich sehr viel spaßiger sein soll, aber ich spiele gerade alleine und gebe mal meinen Namen ein. Und wir sind ein Mann. Und wir erhalten sofort vom Senat unser Privileg, in die Handelsrolle eingetragen zu werden, was bedeutet, wir dürfen jetzt Handel treiben. So, das ist der, ja, das ist der Nachrichtenbildschirm, wenn man so will, und der zeigt uns an, es war ruhige See. Es gibt 5 Stadien der See, die wir vielleicht noch sehen werden müssen. Und was alles so eingetroffen ist aus den verschiedenen Kontoren. Hier sehen wir ein Schild bei der Stadt Jestadt. Und in Jestadt haben wir am Anfang einen Kontor und eben Lübeck ist halt unser Heimathafen. Und wir können einen errichten in Bergen, Tönsberg, Warberg, Malmö, Visby, Riga und Novgorod. Und das kostet dementsprechend. Und dann können wir auch dort Handel treiben. So, das ist unser Hauptbildschirm. Wir sind Bürger GBF, Anno 1356. Das ist, ja, das sind unsere Schiffe. Ein Schiff haben wir, das ist zu 95% intakt. Wenn es bei 0 ist, ist es kaputt. 640, was war das jetzt nochmal für ein Wert? Ja, das ist eine Übersicht über die aktuellen, was wir eingenommen haben oder ausgeben müssen für diverse Sachen. Und 640, ja, was ist denn das jetzt überhaupt? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Was ist das für eine Zahl? Ja, werden wir noch sehen. Vielleicht das, was wir die Runde bezahlen müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir 10.000 Mark zur Verfügung, mit dem wir das Spiel beginnen. Hier im Hintergrund ist die Stadt. Wir haben hier einmal den Wahrsager, mit dem wir bezahlen können, mit 226 Mark. Ziemlich günstig, nicht wahr? Und der uns eine Wetterprognose geben kann. Und der sagt, das Wetter für euer Reisen wird unerquicklich. Das heißt, wir sollten besser nicht auf Reisen gehen in dieser Runde. Aber er gibt auch nicht immer, und er gibt auch bloß einmal in der Runde, kann man ihn sprechen, und er gibt auch nicht immer eine Wettervorhersage. Wenn er es tut, ist es nützlich. Wenn nicht, ist es immer so ein Ratespiel nach dem Motto, könnte klappen, könnte auch in die Hose gehen. Also, ja, genau. So, dann haben wir hier unser Lager, unser Waren-Einkauf- und Verkaufsbildschirm. In Lübeck kann man einzig und allein Salz einkaufen. Salz ist quasi das, was wir zu den anderen Städten hinschicken und dafür dann entsprechend Pelze, Leinen, Tran, Honig oder Wolle bekommen. Aus Jestadt bekommen wir Wolle. So, wir können es für 14 Mark verkaufen, das ist ein bisschen wenig, besser wäre hier 18, zumindest am Anfang des Spiels. Und hier sehen wir Salz, haben wir 200 auf Lager, können es für 3 Mark kaufen. Und
Ja, Salz können wir nicht verkaufen. Also Salz ist nur zum Kaufen da. Also das ist das, was von Lübeck aus ausgeht. Und das ist unser quasi, wir tauschen quasi unser Gold hier dann in Salz um und damit können wir dann hier Waren von anderen Städten bekommen. So, 900. 900 ist das, was wir lagern können in unserem Lagerhaus. Und ja, was darüber hinausgeht, wird angemietet und kostet entsprechend dann Mietgeld. So, wir haben hier wird einmal angezeigt, ein Schiff haben wir insgesamt zur Verfügung und wir können zwei Schiffe beladen, weil wir 200 Salz haben. Pro Kogge, die wir rausschicken, geht 100 Salz auf die Kogge. Also könnten wir zwei rausschicken, da wir nur ein Schiff haben, können wir auch nur eins rausschicken. Ist ja klar. So, und ja, unser Geld. Das ist unser Lager. Dann haben wir hier unser Schiff. In diesem Hafen können wir entweder neue Schiffe bauen. Neue Koggen, bis zu drei Stück pro Runde können wir bauen. Für 1600, das ist recht günstig. Dann kaufen wir nochmal drei Stück. Ist entsprechend teuer, aber wir werden die Flotte auch brauchen. Hier an diesem Schiff kann man die Flotte reparieren. Das heißt hier gewisse Prozentpunkte. Ausbesserung der Takelage. Dann sind wir hier wieder auf 97% des Zustandes unserer Flotte. Da wir ein Schiff haben, ist es natürlich nur ein Schiff in unserer Flotte. Und den Rumpf nicht vergessen. Ich hatte es das mal, dass ich nur den Rumpf immer repariert habe und mich gewundert habe, warum das Ding trotzdem immer mehr kaputt geht, weil ich die Takelage vergessen habe, also das Segel und alles, was dazu gehört. Die ganzen Seile und sowas. Das geht, wird natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen, vor allem bei schlechtem Wetter. Und wir können hier Koggen in die Kaperflotte schicken. Das machen wir jetzt aber nicht. Das bedeutet, dass es besteht die Möglichkeit, dass unsere Koggen, die wir dann in der Kaperflotte haben, dann auf gegnerische Piraten oder sowas treffen und dann einen Kampf anzetteln auf dem Kampfbildschirm. Und auf diesem Kampfbildschirm ja, tauschen die dann ein paar Kanonenschüsse aus. Ziemlich undurchsichtige Kampfmechanik, wie ich finde. Ich habe es nie ganz gecheckt, wie man da wirklich siegen kann. Ich habe da was gelesen, von wegen, man soll sie alle in einer Reihe platzieren und das Kanonenpulver die so gering wie möglich halten. Aber das war irgendwie totaler Humbug, weil dann lief es genau schlecht für mich. Und so, genaue Taktik kann ich ehrlich gesagt gar nicht nennen. Und die Schlachten sind generell sehr glücksabhängig. Womit wir beim Hauptkritikpunkt wären bei diesem ganzen Spiel. Das Spiel hier ist der Wahnsinn, was Glück angeht. Ich kann Glücksspiele eigentlich überhaupt nicht leiden. Wie man sich denken kann, sind die echt miserabel. wenn man mal was demonstrieren möchte oder mal dieses Spiel durchspielen möchte und wenn man da so sehr auf Glück sich verlassen muss. Und normalerweise in Spielen ist es so, dass es nervig ist, teilweise bei Zufallsereignissen, aber es, naja, es macht dich nicht fertig oder es wirft dich nicht komplett zurück oder sowas. Du hast zwar eventuell Verluste und sowas, wirst vielleicht eine Runde zurückgeworfen in anderen Spielen, aber es, naja, du kannst trotzdem noch weiterspielen. Ich meine, du hast deinen Wohlstand aufgebaut. Es geht immer noch vorwärts. Es ist bloß ein kleiner bis mittlerer Rückschlag. In diesem Spiel ist es sehr gut möglich, dass du in zwei, drei Runden all dein Angespartes verlieren kannst, ohne weiteres. Einfach weil du schlechtes Wetter erwischt. Ja, das passiert, weil viele der Werte, die einem abgezogen werden, sind auch abhängig davon, wie viel Geld du eigentlich hast. Also von dem wird das dann berechnet. Und wenn du viel Geld hast, wird auch viel mehr abgezogen, nicht wahr? Und auch alles andere wird teurer mit der Zeit, auch mit den Jahren wird auch vieles teurer. Und wenn du dann noch ein paar schlechte Jahre drin hast, bist du erledigt. Du bist erledigt. Du kommst ins Minus. Du kommst nie wieder raus. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein tolles Spielkonzept? Ich mag das Spiel wirklich und ich glaube, wenn sie diesen Aspekt ein bisschen weniger hart gemacht hätten, ein bisschen weniger frustrierend, dann würde ich es noch mehr lieben. Aber so ist es einfach, naja, eine Katastrophe. Aber wir werden sehen, wie ich das hier noch löse. Oder ich bin noch am Überlegen. Das ist unser Hauptkontor erstmal. Natürlich haben wir Lübeck, unsere Hauptstadt. Wir haben einen Speicher dort platziert im Moment. Maximal fünf können pro Stadt gebaut werden. Also vier Stück können wir noch bauen und in der Stadt haben wir auch eine Lagerhalle. Keine Kanonen in beiden Orten und ja, Schiffe sind auch nicht unterwegs. Das werden wir aber gleich ändern. Haben wir denn schon drei Schiffe gebaut? Ja, wir haben schon drei Schiffe gebaut diese Runde. Und dann klicken wir einfach hier drauf und sagen dem, wie viele Schiffe wir da hinsenden wollen. 220 kostet das pro Schiff, das wir losschicken. Wir haben uns dann abgezogen, das sind die Kosten für Mannschaft und Proviant oder was weiß ich. Und ja,
wird halt losgeschickt. Ja, gut, ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Das Wetter wird unerquicklich. Wir hatten den Wahrsager gefragt. Selten dämlich. Ich kann das Ding nicht mehr zurückrufen. Okay, damit können wir aber am Anfang leben. Das ist bloß ein Schiff. Der Verlust wird sich in Grenzen halten. Wir können es noch kompensieren. Investitionen können wir tätigen. Wie gesagt, das sind die anderen Kontore in Bergen, Tönsberg, Warbeck, Malmö, Visby, Riga und Novgorod. In Novgorod und Bergen kriegt man Pelze. In Tönsberg weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Warbeck war es Honig auf jeden Fall. In Malmö war es, glaube ich, auch Wolle, so wie aus hier Gstaad, unserem Startkontor. Und in Visby und Riga. In Riga war es Leinen, soweit ich weiß. So, das meiste bringt so, oder soll zumindest angeblich einbringen Pelze, und zwar aus Novgorod. Sieht man ja auch, dass es am teuersten ist, da ein Kontor zu richten. Nur, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schiffe weitaus mehr Schaden nehmen, weil sie eine größere Distanz überwinden müssen. Das ist natürlich dann weniger zu empfehlen. Und ich fand, so groß, so viel mehr war der Gewinn nicht. Also zumindest kam es mir nicht so vor. Und der Transport dahin, wenn man sie dahin schicken will, ist natürlich entsprechend teurer. Das kostet auch noch was. Und wenn man ungefähr 50 Schiffe dahin schickt, rentiert sich das meines Erachtens nicht mehr so. Ich mag mich da irren, aber das war mein Empfinden. Und deshalb bin ich tatsächlich letzten Endes nur mit Gstaad hängen geblieben, weil das eine kurze Strecke ist, die guten Gewinn einbringen kann eigentlich, so auf Dauer. Und das wollen wir vorerst auch beibehalten. Ich wollte es nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ja, hier auf diesem Tisch können wir hier Speicherkauf machen. Also wie gesagt, Speicher, die kosten dann entsprechend in Lübeck weniger als in Gstaad. Und Kanonen kann man hier kaufen, bis zu 20 Stück pro Kontor, um sie vor feindlichen Angriffen von irgendwelchen Fürsten oder durchgeknallten Piraten zu schützen, die es ja gibt. So, im Hinterzimmer, oder im Wohnzimmer, wo ein prasselndes Kaminfeuer uns wärmt und das Holz schon liegt zum Nachfeuern, haben wir einmal den Hauslehrer. Der Hauslehrer kann deine Kinder trainieren als Händler oder ja, als Schifffahrer und Kämpfer oder was auch immer das sein soll. Ich nehme meist immer nur Krämer. Das reicht in der Regel aus und kostet natürlich pro Runde etwas. Man kann ihn jetzt auch schon hier anheuern, aber dann wird das hier aufgelistet. Krämer, ja. Aber das kostet natürlich entsprechend Geld und da wir noch keine Kinder haben, ist es ein bisschen sinnfrei, ihn anzustellen. Also er könnte uns unterrichten, aber wir haben Besseres zu tun. Das ist unsere Historie. Wir wurden 1355 in die Handelsroyal eingetragen und Lübeck und die Stadt wurde ein Kontor eröffnet. Dieses Kreuz hier dient zum Spenden an den Bau dieser Kirche. Hier sieht man, wie viel wir noch haben und wie viel wir schon gespendet haben. Wir haben 0 gespendet. Wir können vielleicht mal 100 oder können wir spenden mal 50, einfach mal so. Und damit wird dann halt dieser Bau dieser Kirche finanziert. Die Kirche wird generell pro Runde ein bisschen mehr ausgebaut oder pro wie viele Runden weiß ich gar nicht, bis sie dann vollständig da ist. Und wenn sie vollständig da ist und man den meisten Betrag eingezahlt hat, erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Bürgermeister ernannt wird. Aber bis dahin ist es noch ein etwas weiterer Weg. So, das meiste haben wir abgedeckt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier die Bank, aber die öffnet erst im nächsten Jahr. Also wir können auch nicht in der ersten Runde was anrichten. So, jetzt kommt der Ende des Zuges. Das machen wir doch mal. Und bei einem alten Schuldstein finden Sie die Unterschriften zerfressen. Damit ist er endgültig. Emil, die Hausratte, war der Täter. Okay. Hat uns jetzt aber auch nichts getan. So weiter. Das sind die Zufallsereignisse, die in der Runde passieren. Die können gut sein, die können schlecht sein. Hält sich ungefähr die Waage. So, und wie der Wahrsager gesagt hat, es war stürmische See eingetroffen sind aus Gstaad Wolle nur 24 für die 100 Salz, die wir da hingeschickt haben. Aber gut. So, Preis ist immer noch 14. Das lohnt sich nicht, das zu verkaufen. Stattdessen können wir hier Salz einkaufen. So, wir haben 4 Schiffe und für 5 haben wir jetzt eingekauft. Wir reparieren unser Schiff, damit es wieder auf 100% ist. Und wir können nur ein Schiff kaufen, weil es jetzt teuer geworden ist. Jetzt kosten die schon 2000. Also es wird alles generell teurer im Spiel. So, und da wir jetzt aber sehr wenig Geld haben und ich meine Wolle noch nicht verkaufen will, zumindest nicht zu dem Preis, werden wir ein paar Anteile verkaufen. Momentan haben wir 90% unseres Ladens Intus. Und da wir keine Gegenspieler haben, die uns eventuell aufkaufen könnten und Dividenden verlangen könnten, können wir schlicht und ergreifend Aktien ohne größere Probleme verkaufen und uns ein bisschen mehr Geld, hier zum Beispiel jetzt annähernd 30.000 hier, holen, um weitere Investitionen zu tätigen. Das ist quasi wie Geld leihen, nur eben, indem wir Anteile verkaufen. So, wir bauen noch mehr Schiffe. Und
Wetterprognose können wir machen. Wird wieder unerquicklich. Okay, dann können wir für diese Runde setzen wir einfach mal aus. Und ja, was können wir machen? Wir können hier den Speicher erhöhen, schon mal. Und das ist eine sehr wichtige Sache, von der die ich auch erst nicht gerallt habe und vergessen hatte, Speicher auszubauen. Und wenn man das nicht macht, geht man auch sehr schnell unter in diesem Spiel. Das kann ich auch sagen. Weil dann wird der Gewinn einfach zu klein für die Preiserhöhungen, die im Laufe der Jahre kommen. Dann ist der Gewinn zu niedrig. Deshalb maximal Kontoausbau. Auf jeden Fall. Und Kanonen. Wir verkaufen noch ein paar Aktien hier. Die können wir später dann wieder kaufen. Wenn es gut läuft. Was ich fast schon bezweifle. So, die Kanonen sind in Lübeck wieder günstiger als in die Stadt, aber voll ausgerüstet. Gut. Wir werden an dieser Stelle speichern. Nee, ich habe noch nicht alles erledigt. Was ich jetzt machen könnte, ich bin gerade überlegen, ich könnte meine Schiffe trotzdem losschicken und dann den Blödsinn fahren, den ich schon mal gemacht habe, nämlich das Glückvermeidungsspiel, alias Speichern Neuladen. Das ist natürlich nicht ganz koscher im Sinne des Spiels, sage ich mal. Andererseits ist es auch nicht ganz koscher, das Spiel so zu programmieren, dass es sehr wahrscheinlich ist tatsächlich, innerhalb von 2, 3 Runden alles zu verlieren, was man sich angespart hat und quasi wieder bei null oder noch weniger dasteht und nur noch im Schuldturm rumlungert, was kommt, wenn man im negativen Bereich ist. Wir werden daher jetzt unsere Schiffe trotzdem losschicken, trotz der schlechten Warnung des Wahrsagers. Denn ich will, ja, was ausprobieren. So, außer dem Zufallsereignis können wir sonst, ja, das können wir nämlich nicht verhindern. Das kommt so oder so, bevor wir noch speichern. Sie haben sich Rattengift besorgt. Ihre Hausratte Emil hat's erwischt. Ja, ist doch gut. So, jetzt können wir es abspeichern. Wir speichern das als GBF1 ab. Und es war Tobende See. Tobende See ist das Schlechteste, was man haben kann an See. Darunter liegt stürmische See, dann kommt bewegte See, dann kommt ruhige See und dann kommt stille See. Und das bringt natürlich am meisten an, ruhig und still. Und ganz ehrlich, diese Ergebnisse will ich haben, weil sonst kommen wir hier wirklich nicht. Ja, das ist alles schön und gut, aber ich will trotzdem den Spielstand laden, weil sonst wird das ja hab ich. So, ruhige See und wir sehen, wir haben schon viel mehr einen bekommen, jetzt wo wir das Ergebnis haben. So, 564 Wolle haben wir jetzt bekommen. Immer noch nur für nur 14 zu verkaufen, das ist mir noch zu wenig. Daher ja, kaufen wir wieder ordentlich Salz, bauen noch wieder ein paar Schiffe, reparieren unsere bisherigen. Da es ruhige See war, ist entsprechend wenig kaputt gegangen und schicken sie nach Gestad. Gut, und ja, ich würde fast sagen, damit haben wir das Gros abgedeckt, mit dem, wie das Spiel jetzt weiterlaufen wird. Alles erledigt. Sie stellen fest, dass der Geldwechsler in Lübeck Sie betrogen hat. 400 Mark haben Sie verloren. Ja, oh Gott, ich muss eine Anklage starten. Händler GBF, hiermit wird Ihnen das Privileg zuteil, in die Kaufleute-Kompanie aufgenommen zu werden. Gezeichnet der Senat im Jahre 1358. Abspeichern, jawohl, das sind doch gute Ergebnisse. Tobende See. Nein, ich will noch keine Frau heiraten. Erstmal will ich hier ein besseres Ergebnis haben. Tobende See, auch Käse. Ruhige See, sehr gut. Also, falls diese Abschnitte zu lange dauern sollten, werde ich sie rausnehmen aus dem Video, weil das ist natürlich auch doof. Ruhige See, das wollten wir haben. So, und entsprechend wieder ein bisschen Salz, 10 zu 10, also 10 Schiffe. Und wieder Schiffe bauen. Können wir nicht, wir verkaufen noch ein paar Anteile, so viele wir haben. So, und bauen Schiffe. Das ist mit das Wichtigste, was man machen kann. Schiffe bauen. Wetterprognose. Gutes Wetter sogar. Okay, das klingt doch gut. Alles klar. Ja, dann auf nach Gestad. Abspeichern. Ja. Sie haben von der Affäre des Bürgermeisters mit einer ihrer Mägde erfahren. Versuchen Sie ihn zu erpressen? Nö, machen wir doch mal. Der Bürgermeister zahlt Ihnen die Schweigesumme von 4.200 Mark. Ah, ist doch nett. Ja, das ist immer so ein bisschen Risiko. Es war stille See. Sehr gut. Aber wir gehen mal ein bisschen auf Risiko. Oh, ich habe jetzt 20 gekauft. Wenn ich jetzt die 13 Schiffe losschicke, habe ich noch 700 Salz hier im Lager und das passt ja wieder. Also wenn man sie wegschickt, man kann quasi schon im Voraus Salz kaufen,
So, dass wenn man die Flotte weggeschickt hat, das wird dann abgezogen aus dem Lager und ist dann wieder im Rahmen. Also muss man keine Miete bezahlen. Sozusagen. Und wieder 3 Schiffe bauen, genau so. Ne, Kinder habe ich noch nicht. Die könnte man auf eine Expedition schicken, da komme ich dann später noch zu. So, was haben wir denn hier? Habe ich sie schon losgeschickt? Das vergesse ich nämlich manchmal. Und dann sind wir wieder großes Geschrei, wenn ich dann eine Runde quasi verpasse. Sie haben beim traditionellen Wandenklettern, eine Wette mit dem Geschäftspartner Olsson abgeschlossen und dabei 200 Last Salz gewonnen. Ja, klein Vieh macht auch Mist. Das ist nicht gerade viel, aber Stille See. 1811 kriegen wir jetzt schon in der Runde. Und wir können Wolle für 13 verkaufen. Das ist sehr wenig. Das lohnt nicht. Und, oh, uns gehen langsam die Dividenden aus, die wir versteuern können. Aber the show must go on, wie es so schon heißt. Und irgendwann kommt der Tag, wo wir die Wolle teuer verkaufen können. So, wie viel brauchen wir denn noch? Gut, jetzt haben wir 100 übrig. Und Schiffe losschicken. Ja, das ist wichtig. Alles erledigt. In Ihrer jährlichen Beichte gestehen Sie einen kleinen Betrug. Zur Buße müssen Sie einen Ablass für 240 Mark kaufen. Ja, das Pferd guckt mich an. Oh, ein Dämon. So, abspeichern. Ja, das mit dem Ablasscamp. Oh, Stürmische See, das wollen wir nicht haben. Also Reload. Das mit dem Ablasshandel haben sie. Ja, und jetzt sitzt man im Stuhlturm und Teufelskreis. So schnell kann das gehen. Okay, ich habe auch nichts verkauft, sondern warte auf bessere Preise, aber. Ruhige See, so. Klappt doch. Und jetzt sind wir schon im negativen Bereich. Wir müssen jetzt was verkaufen. Vielleicht noch ein paar Dividendenteile. Wir sind wieder im positiven Bereich. Das mit dem Ablasshandel hatten sie auch in Patrizia 1 schon drin. Also, da merkt man, die Leute von Ascon, wie sie damals noch hießen, ja, waren wieder beteiligt sozusagen. So, 11 Schiffe. Wir können keine neuen Koggen bauen und ich würde Verlust machen. Also sage ich, schicke ich einfach nur 11 los. Das passt gerade so. Sehe ich ja. Einem Lübecker Kaufmann ist ein Speicher verloren gegangen. Kaufen Sie für 2400 Mark 600 Last Salz auf? Nee. Das ist mir irgendwie zu teuer. Das sieht nicht gut aus. Die wir speichern, ja. Stürmische See. Müll. Schuldturm. Will ich nicht. Stürmische See. Will ich nicht. Erkennt jemand das Frustpotenzial, was bei diesem Spiel entstehen kann? Wenn man jetzt schon, wie ich hier, viermal in Reihe Stürmische See bekommt, ist das das Todesurteil. Das ist es. Das ist nicht. Das kann keiner erwarten, dass man aus dem Loch dann wieder rauskommt. Stille See, so geht doch. Das geht nämlich gar nicht. So, für 15 Mark können wir jetzt schon mal Wolle verkaufen. Und wir werden uns ein bisschen hier einverleiben. Hier, 2000 können wir mal verkaufen. Damit sind wir wieder auf 26.000 und wir können wieder gut handeln, aber das ist noch nicht das Maximum, was man aus Wolle raushauen kann. Zumindest noch nicht. Zu späteren Zeitpunkt wird auch der Verkaufspreis sich erhöhen. Dann sind wir über 20 und sowas, aber hier ist das Maximum 18 im Moment. Also könnten wir hier bis zu 18 verkaufen. Deshalb spare ich meine Wolle noch ein bisschen auf. So, das Geld habe ich. Schiff habe ich auch gebaut, alles klar. Gut, Schiffe losschicken natürlich nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Das erledigt. Ihre Landkanonen in die Start müssen entrostet werden. Für alle 20 Kanonen sind 240 Mark fällig. 4.800, ey. Boah. Ja. Bewegte See. Ja, das ist auch Müll. Das ist ungefähr die Mitte, aber für meinen Geschmack ist das Müll. Bewegte See. Trotzdem ein schlechtes Ergebnis. Ich will keine bewegte See. Ruhig. Ruhig oder still. Ruhig. 2147. Und wir können schon für 16 verkaufen. Dafür kaufen wir doch einfach mal 3000 und sind bei 51.000. Jetzt kommen wir noch gut Silber ein. Und bauen ein paar Schiffe, reparieren unsere und so geht es weiter. Und schicken sie natürlich sofort auf Reisen. So, ja, eine Frau haben wir noch nicht gefunden. Das ist interessant. Und könnte auch gefährlich werden, weil das Problem ist, irgendwann muss man sein Geschäft an seinen Sohn abgeben, wenn man gestorben ist. Oder man sollte es am besten machen. Und das wird dann noch den Erben, also den anderen Kindern, auch noch aufgeteilt, das Vermögen, so ein bisschen. Aber
Die Sache ist auch die, man wird, je mehr Geld man hat, desto älter wird man. Also desto weniger Sorgen oder desto weniger muss man sich selber abrackern wahrscheinlich. Wer die ganze Zeit arm ist und so im negativen Bereich und im Schuldturm rumdümpelt, der stirbt recht schnell. Das muss man immer dabei beachten. Deshalb ist ein bisschen Geld immer nicht schlecht für das, für die eigene Lebenszeit. So, Schiffe sind unterwegs. Das ist gut, alles abspeichern. GBF wird als Vater eines unehelichen Kindes genannt. Geben Sie es zu. Ja. Die Mutter fordert 556 Mark für den Jungen. Ja gut, alles klar. GBF speichern. Tobende See. Rotze. Wir spielen Gott, indem wir hier das alte Spiel spielen. Aber es ist ja nun mal, ich bin dazu gezwungen. Ich habe es sehr oft probiert, das so zu spielen, aber es ist, wenn man jetzt den Unterschied sieht, was ich gerade verdient hätte oder was ich jetzt bekomme, das macht den Unterschied aus, ob über Sieg oder Niederlage in diesem Spiel. Und dementsprechend ist das der einzige große Kampf, den ich hier führen kann. Mit dem Save and Reload Button. Das ist, finde ich, selber auch Blödsinn. Aber ich meine, wenn so ist. So. Neue Schiffe bauen, reparieren, das alte Spiel. 25 losschicken. Abspeichern. Nehmen Sie einen Gottesmann für 2000 Mark mit nach Justat. Ja, warum nicht? Okay, was hat mir das gebracht? Und eine ruhige See. Okay. Wollen Sie eine bemerkenswerte, wagemutige Dame mit gutem Leumund heiraten? Ja. Bis dass der Tod euch scheidet. Da, 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 da. Maria bringt stolze 13.782 Mark mit in die Ehe. Ah. Und wir sind Vater geworden. Name des Sohnes. Was? Ach Gott. Wurst. Sohn Wurst. Ja, Sie können euch. Können ihm jeden Namen geben. Auch 1, 2, 3, XY. Es kümmert sie wenig. Also gar nicht. So, und wie man sieht, ist der Salzpreis von 2 auf 4 Mark gestiegen. So, dass unsere Ausgaben diesbezüglich ein bisschen größer geworden sind und unser Gewinn entsprechend geschmälert. Das ist etwas, was man in diesem Spiel verfolgen kann. Speichern. Haben Sie schon in diesem Bezug schon alles erledigt? Ja. Der mitgenommene Ordensbruder prellt sich um die versprochenen 2000 Mark. Aha. Vielen Dank, Ordensbruder. Und es war bewegte See und wir haben noch einen Sohn geboren. Ich nenne ihn jetzt M, um das schnell vorbeizukriegen. Und mir fällt nämlich was auf. Wir haben gar keine Musik an. Soundkarte wurde nicht gefunden. Der wieso? Okay. Muss ich gleich hingucken. Nee. Das will ich jetzt nicht. So. Laden. Ruhige See, alles klar. Und für 13 Mark, das ist viel zu wenig für unsere Ausgaben. Wir haben 31 Schiffe. So, 35. Und Schiffe bauen. Und nach. Hier starten mit euch. Ah, es wird gerade wieder ein bisschen knapp, weil der Verkaufspreis so schlecht ist. Ein Kind. Wurst ist niedlich. Maria ist ein verwegenes Eheweib. Gut, bringen wir ihm ein bisschen was bei als Krämer. Spenden tun wir noch nicht. Und ich guck mal, wo die Musik geblieben ist. Halt, Schiffe sind weg. Ja, alles klar. Oh, so, also nicht, jo. Die Mannschaft der Kong nach Gestad hat in der Kneipe zur bunten Kuh eine Orgie gefeiert. 15 Kong fahren nicht los. Toll! Kaufmann GBR, hiermit wie Ihnen das Privileg zuteil, in die Kaufmannsgilde aufgenommen zu werden. Gezeichnet der Senat im Jahre 1370. Abspeichern, jo. Und es war ruhige See, alles klar. Gut, ich gucke derweil mal, ja. Wo denn hier der Sound abgeblieben ist, weil die Musik wollte ich dann doch im Hintergrund dudeln haben, ne? Sonst wird es ja ein bisschen öde. Bis gleich.